Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier weiterhin ein bisschen angekränkelt, aber ich habe hier Wasser, Freunde, mit Eis. Ob das so hilfreich ist? Ich glaube nicht, aber besser Wasser als kein Wasser. Ja, wir sind halt hier für Random Reactions schon wieder. Es hat sich viel angehäuft, tatsächlich, und es werden auch nochmal Random Reactions folgen. Ich glaube nicht mehr diesen Monat, aber ich glaube Anfang nächsten Monat, weil Kim Chae-hwan hat angekündigt, dass er ein Mini-Album oder sowas macht. CIX auch. Das werden aber nur zwei Lieder, das heißt, die werde ich ins selbe Album packen. Und dann gibt es ja auch noch ATs, die jetzt Lieder, ach, Musikvideos für die Unit-Songs rausgebracht haben. Ne? Zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier drehe, sind drei Videos draußen. Das von Everything fehlt noch. Und ich habe mir gedacht, ja okay, dann reagieren wir auf It's You und auf Mads. Und lassen dann Youth und Everything fürs nächste Video. Und wir haben The Boys, die ebenfalls Musikvideos für die Unit-Songs rausbringen. Wir reagieren heute auf Honey und dann im nächsten Video auf Red in the Trap, weil das zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht draußen ist. Dann gucken wir uns noch an Step Out 2024 oder so von Stray Kids. Und noch was. Die Kollaboration von, ich glaube, Big Naughty, B.I. und Yedam, glaube ich. Ja. Waren das fünf? Das müssten fünf Lieder gewesen sein, weil wir heute auf fünf Lieder reagieren. Ja, ich freue mich. Ich würde sagen, wir fangen mit The Boys an, gucken uns dann die Outlier an und hören dann mit ATs auf. So machen wir das, damit das Video nicht allzu lange wird, würde ich sagen, legen wir direkt los. Let's go! So, Freunde, hier sind wir mit der Special Unit von The Boys. Die besteht natürlich aus Sonu und Eric. Ich bin gespannt, ob sich meine Meinung dem Lied gegenüber ändert, wenn ich Visuals dazu kriege. Was mich so ein bisschen überrascht ist, dass Sonu eigentlich mehrere Male gesagt hat, dass er eigentlich in Hiatus gehen müsste, weil es dem nicht gut geht. Und der ist einfach die ganze Zeit da. Und ich frage mich, wann du wohl gehst? In Hiatus? Naja, egal. Let's go! Honey, 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 working for it like a bee. Buzzing for you, baby, baby, tell me what you need, what you need, huh? You can say please. Honey, 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 working for you like a bee. Buzzing, 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 baby, 100 degrees. What you need, huh? I can be your lover, let me be. What you need, huh? Sorry, I can be your lover, let me be. Ja. Okay. Die Jungs sehen natürlich super aus. Ich finde, rot steht Eric tatsächlich erstaunlich gut. Aber natürlich wird hier die Show gestohlen von the one and only Kim Sonu. Erstmal hier die Lockenhaare, so süß. Das gerade eben mit dem hochgeschlossenen, mit den Ketten. Tut mir halt leid, aber in dem Watch It Comeback, beziehungsweise in den Sixth Sense Comeback, wie das Ganze hieß, boah, der Junge ist geboren, um zu geben. Das wäre nicht so ein Hit gewesen, wenn wir Sonu nicht gehabt hätten. Incredible. I like it when I take your style, huh? Girl, I won't be lying to you now. Never thought the world was spinning around someone other than me. I like that. I like that, baby, like that. All over you, to get the juice, giving you all my love. Ich meine, ist das Video kompletterweise amazing? Geht so. Es gibt mir tatsächlich ein bisschen Lolo von Ten und Yang Yang. Das ist was Positives. Lolo ist ein gutes Lied und auch ein cutes Video. Von daher, ich sehe vollkommen, wohin die wollen und das machen die auch super gut. Hätte ich das jetzt als Musikvideo gebraucht? Probably nicht, aber ich nehme die hübschen Jungs. Ich finde, Eric sieht mit der Brille, wenn er diese oben trägt und die gestylten Haare, auch so hübsch aus. Honey, 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 working for you like a bee. Buzzing for you, baby, baby, tell me what you need, oh. You can say please. Yeah. So I suit it up in black and yellow stripes. Playing hard every day and every night. Trying to hit it, take a swing, gonna be no regrets. Cause I'm a dude that it takes one to touch down. Girl, I
like it when I take you sky high. Girl, I won't be lying to you now. Never thought the world be spinning around someone other than me. I like that. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das Lied halt jetzt mag oder nicht, weil am Ende der Reactions zum Album war ich mir da nicht so sicher und jetzt bin ich mir weiterhin nicht sicher. Also ich finde das auf keinen Fall schlecht. Ich finde, das ist mal was anderes. Ich finde es cool, dass es auf Englisch ist und dass es halt ein Unit-Song ist. Ich finde, die Jungs machen das super. Es ist halt nicht... Es ist bestimmt nicht mein Favorite, aber man kann es sich auf jeden Fall anhören. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, ob ich finde, dass das Video so ein bisschen billo ist oder nicht. Und ich glaube nicht, weil... Also... Ich glaube nicht, dass da so super viel reingeflossen ist, aber es sind viele Szenenwechsel, auch wenn die Räume immer relativ, die wirken nicht klein, aber die wirken jetzt auch nicht, wie soll ich das sagen, die wirken sehr self-contained. Also wenn du jetzt zum Beispiel draußen bist, dann kannst du dir denken, okay, da ist eine ganze Welt, die wir jetzt in dem Video nicht sehen. Und hingegen, das fühlt sich an, okay, wir sehen halt alles, was der Raum gerade zu bieten hat. Wisst ihr, was ich meine? Trotz dessen finde ich nicht, dass es irgendwie cheap aussieht. Ich finde, die Jungs machen das super. Ich bin schockiert darüber, dass sie mit Frauen tanzen dürfen und keiner heult rum. Ein Hyphen? Ich meine nur. Ja, finde ich gut. Ja, irgendwas hat das Ganze schon. Ich habe mir logischerweise auch die End-of-Year-Performances von The Boys angeguckt, die halt auch unfassbar amazing gemacht haben. Also die waren super, die Performances. Und ich hoffe jetzt, dass sie sich eine Weile rausnehmen. Ich hoffe, die machen Pause, weil die hatten letztes Jahr 4 Comebacks. Wir haben Sonu, der irgendwas hat, mit dem der irgendwie nicht zur Ruhe kommt, keine Ahnung. Ja, also ich möchte gerne Pause von The Boys, ich möchte jetzt eine Weile nichts von The Boys hören. Ja, aber das Video war gut, hat mir gefallen. Yay. Okay, dann gehen wir jetzt zu Stray Kids. Step Out 2024. Ja, ich bin gespannt, ob mir das gefällt. Ich habe das Gefühl, schon länger nichts mehr von Stray Kids gehört zu haben. Wir haben keinen Untertitel, machst du nichts. Ja, ich bin gespannt. Let's go. They look so pretty. Also ich meine, Changbin sieht super aus, aber Felix. Der sieht ja aus wie Personified Beauty. Der sieht aus wie eine Prinzess. Ist das ein hübscher? Wow. Ich kack ab. Ist das gar kein Video? Nee, ich kacke ab. Das ist ja gar kein Lied. Gucken wir uns das jetzt noch an? Nein. Nein, das machen wir nicht. Also ich meine, klar will ich die... Oh, IN, sehr hübsch. Ja, also gerne hätte ich die Jungs jetzt noch gesehen, aber das ist ja kein Lied. Das sind ja nur deren Achievements dieses Jahr. Letztes Jahr meine ich. Ach. Okay, nee, da rechnen wir jetzt nicht drauf.
Okay, dann gehe ich hier rüber zu Youth von ATEEZ und wir reagieren dann halt im nächsten, was sind das, im nächsten Random Reaction Video dann halt nicht auf Youth, sondern nur auf Everything. Leider. Normalerweise würde ich das rausschneiden, aber ich lasse es jetzt einfach drin. Na, so vertut man sich manchmal. Okay, ja, okay, dann gucken wir uns jetzt INFJ an von Big Naughty, BI und Bang Hyedam und gucken uns dann die ATEEZ Unit Songs an. Genau, so machen wir das. Sorry. Sorry, Freunde, da hatte ich was falsch verstanden. Hast du es? Ja, habe ich schon komplett falsch verstanden, Freunde. Okay, ja. Okay, wir gehen zu BI, Freunde, wir gehen zu BI. Tatsächlich bin ich momentan sehr, sehr positiv auf Big Naughty zu sprechen, weil ich mir Queen im Puzzle angeguckt habe. Und da haben die Hopeless Romantic von ihm gecovert und das Lied fand ich so unfassbar schön. Ja, ich hoffe, dass mir das hier dann auch gefällt. Let's go! Okay, bisher gefällt es mir gut. Also generell, also ich schwöre, ne, seit Hopeless Romantic, denke ich mir. Big Naughty, muss ich mir dich genauer angucken oder was? Also, vielleicht machen wir das mal. Vielleicht machen wir das mal. Nicht in näherer Zeit. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Irgendwann machen wir das. Nee, weil das Lied gefällt mir gut. Es gefällt mir gut. Ja, also ich finde, er klingt gut. Ich finde den Text bisher ganz gut. Ich bin gespannt, wie BI und Yedam sich da machen werden. Yay. By the way, finden wir es eigentlich ein bisschen komisch, dass wir in den letzten, weiß ich nicht, 6 Monaten oder so, 2 Lieder bekommen haben, die so voll auf das MBTI gepolt sind. Und beide sind über introvertierte Leute. Weil bei NCT Dream war es ja ISTJ. Weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war es auch ein I. Finden wir das suspicious? Ha. Ist genauso wie als P1 Harmony und Mireille praktisch zeitgleich gecomebackt sind und beide von deren Titeltracks hießen Jump. Was ist da los? Okay, also, natürlich gefällt mir BI. Ihr wisst, dass ich ein Fan bin. Das wisst ihr. Ich finde es aber unfassbar spannend, zu sehen, dass, also ich meine, dass Big Naughty schon mal mit BI kollaboriert hat und ich meine, dass ich darauf reagiert habe. Bin ich ja sicher? Nein. Aber fast immer, wenn BI mit irgendwem kollaboriert, sag ich, dass der Kollaborationspartner nicht so gut ist wie BI. Hier sitze ich hier und BI ist das Featuring und ich finde Big Naughty sehr viel besser. Es ist so unfassbar interesting to me, zu sehen, wie die Lieder sich ganz offensichtlich
nach dem Hauptinterpreten richten. Und wenn ich mich eingestellt habe auf ein Big Naughty-Lied, dann passt logischerweise Big Naughty besser in das Lied für mich. Und auch wenn ich mich auf BI eingelassen habe, dann passt BI besser für mich. Crazy, aber er gefällt mir natürlich trotzdem gut. I never thought I'd fall in love again. 어떻게 내가 너한테 이래 어두웠었던 내 숨을 하나둘씩 밝혀가는 넌. I just wanna make you happy. 내일을 깨줄게 my shawty. Nein, my shawty hat da nichts zu suchen und ich finde auch, jeder passt da jetzt irgendwie nicht so rein. Ich habe ja auf sein erstes Solo-Comeback reagiert und das fand ich gut. Also besser als erwartet. Hey Bolé ist wahrscheinlich mein Favorite. Ich höre das Lied. Ich habe das noch nicht geskippt. Von daher, ich weiß, dass ich jeder mögen kann. Aber ich finde irgendwie, B.I. ist so ein guter Rapper. Big Naughty ist ein guter Rapper. Ich weiß nicht, irgendwie, jeder passt für mich nicht so krass in dieses Lied rein. I'm not the cause mine, no girl, my mind. Just one thing in life. Take a deck out. Can't let you say my life. No, can't let you go. I don't need you. Allem hatte ich eine interessante Reise mit diesem Lied. Das Ding ist nämlich, als ich mich dazu entschieden habe, darauf zu reagieren, hatte ich Hopeless Romantic noch nicht gehört. Da wollte ich nur darauf reagieren, wegen BI und Jedam logischerweise. So, und da dachte ich, dass mir das Lied wahrscheinlich nicht so gefallen würde. So, dann habe ich Hopeless Romantic gehört und habe gedacht, oh, vielleicht wird mir dieses Lied dann doch gefallen. Und dann hat es angefangen und das hat mir gut gefallen. Aber je länger es ging, desto weniger hat es mir gefallen. Ja. Das sind so meine Meinungen, Freunde. Das sind so meine Meinungen, aber man kann es sich auf jeden Fall anhören und wir werden uns Big Naughty auch nochmal genauer angucken. Ich weiß noch nicht wann, Freunde, aber irgendwann. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns zuerst Mads an, dann Youth und dann It's You, weil ich glaube, dass It's You und Mads wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung haben werden und Youth ist da was ganz anderes. So machen wir das. Wir starten in Mads rein. Bin gespannt, ob sich da meine Meinung ändern wird. Das fand ich ja nicht so gut, ne? Das ist aber, in der Szene ist es eingeschlagen wie eine Bombe. Jeder liebt das Lied und ich sitze hier und denke, bin ich geschmacklos? Sie weltgeschmacklos? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Vielleicht wird das Musikvideo jetzt helfen. Es ist nicht auf meinem Spotify, weil ich es einfach nicht so mag. Ich hoffe, ich ändere meine Meinung. Let's go. Ich bin so indoktriniert, ich schwöre, Song mal kriegt mir eine Tüte über so über dem Kopf und mein erster Gedanke ist digital. Warum bin ich so? Wieso? Wieso? Ich bin so gespannt auf Styling, weil ich meine, dass ich Promotional Pictures gesehen habe und das ging so nicht unbedingt genauso, aber es ging so ein bisschen Richtung Schalala von Taeyong, so mit Zeugs auf den Zähnen und sowas. Das kann ich ja nicht leiden, das ist ja nicht meine Ästhetik, ne? Von daher, da bin ich gespannt. Bisher finde ich es ganz gut. Wait,
다른 식은 없는 me. 알고 왜는 어디로 못해. 알고 왜는 알고 왜는 봐. Oh, ganz schlechtes Standbild. Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß, die Welt war so glücklich über Songwa, der gerappt hat. Die Welt fand das mega gut. Und ich find's einfach nicht so gut. Es tut mir leid. Es ist auf jeden Fall schon mal besser als beim ersten Mal hören. Das auf jeden Fall. Aber dass sich meine Meinung jetzt so um 180 Grad wendet, ich glaube nicht. Dann hat Songwa, wie ich schon richtig prediktet hatte, dieses Zeug auf den Zähnen. Ich kann's nicht leiden. Ich mag dieses Styling nicht. Ich meine, hat ATEEZ jemals ein schlechtes Musikvideo rausgebracht? Schon seit langer Zeit nicht mehr. Also das Musikvideo ist super. Die Stage Presence, die Songwa und Hongjun haben, die haben sie halt nun mal, ne? Ich wünschte einfach nur, dass mir Songwas Part besser gefallen würde. Das ist... Ich habe auch nichts dazu zu sagen. Es tut mir leid. Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich finde das Video cool. Ich finde cool, dass das schon noch mehr oder weniger mit deren Geschichte so zusammenhängt. Also die Geschichte, die ATEEZ als Ganzes erzählt. Dass die Umgebung scheinen gleich, wenn nicht ähnlich zu sein. Nein. Ähnlich, wenn nicht gleich. Von daher, ich mag das Video und so höre ich mir das Lied auch lieber an, als wenn ich nur die Lyrics habe. Absolut. Aber ich muss es mir nicht nochmal anhören. Breaking news concerning the two men that disappeared after the fire 7 stage due to arson. Where are they? I'm so sorry. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt so sagen soll. Ich mag aber dieses, yeah, they disappeared. Where are they? It's like... Gute Frage, Freunde. Ja, ich habe nichts zu sagen. Also, wie gesagt, es ist besser als beim ersten Mal hören. Aber Songwa... Ich weiß nicht. Entschuldigung, habt ihr Hongjuns ganzes Face gesehen zum Schluss? Habt ihr sein ganzes Face gesehen? Wie gut willst du aussehen? Hongjun so, ja. Vor allen Dingen, wie der jetzt auch wieder geht. Ne? Der hat doch, Jack Sparrow hat der doch studiert, der Junge. Kannst du doch nicht sagen. Ja, meine Meinung ist klar gewesen.
Ihr habt gesehen, was meine Meinung ist. So, wir gehen jetzt zu Youth, was ja von den Unit-Songs mein Favorite war. Ich gucke mir jetzt die Pause, die Werbung da an und dann starten wir da direkt rein. Wir lieben, wie alles schon komplett anders ist als in dem Mads-Musikvideo, ne? Lieben wir, ne? Also man muss auch mal so Dualität loben. Klar sind auch zwei verschiedene Members, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin ja sowieso kompletterweise happy, dass wir Mingi gesanglich hören und ich finde das Lied ja generell voll schön. Ja, doch. I like it already. Ich meine, spannender, aufregender ist logischerweise das Musikvideo zu Mads, das ist ja klar, ne? Aber ich finde, weiß ich nicht, das passt gut. Ich finde, die Jungs sehen so hübsch aus. Sehen die Jungs hübsch aus? Hier mögen wir natürlich auch das Styling mehr, ne? Ich meine, Junho in einer Lederjacke nehmen wir. Ja, ich mag das, aber ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel zu sagen haben werde. Das tut mir leid, das habe ich falsch nicht gut geplant. Ich bin mal gespannt auf das Musikvideo zu Everything, weil das Jungho ja alleine will der Junge machen. Naja, nee, also das hier gefällt mir gut, aber es ist logischerweise unspannender. Okay, das hier finde ich tatsächlich sehr, sehr hübsch. Nevermind, das Video ist dann doch spannender geworden. Hosa. Ich finde es amazing, wie wir versuchen, Junho auch noch so ein bisschen da reinzupacken, weil das sieht es ganz klar, ein Mingi-Lied und Junho unterstützt. Ja, hätte ich total gemein gefunden, wenn man dann Mingi halt kompletterweise die ganze Zeit gesehen hätte im Musikvideo und Junho so gut wie gar nicht. Also ich finde schon, dass die den noch gut integrieren. Ja, das ganze Spiegel zeigt, finde ich super. Yay. Darf ich kurz mal was sehr Blasphemisches sagen, für was ich wahrscheinlich geköpft werde? Mingi gibt mir Soloist. Junho auch, aber Mingi mehr. Das ist so crazy, weil bei dem Mads-Musikvideo habe ich ganz klar Hongjun und Songha von ATEEZ gesehen. Und hier sehe ich aber Song Mingi ohne ATEEZ. Ich finde das so crazy. Wow. Das ist wie, als ich auf Stray Kids Replay reagiert habe. Da habe ich auch gesagt, dass Linus Solo Limbo, sorry, Freunde, habe einen Hutenanfall bekommen. Ja, also Limbo hat mir sehr viel mehr richtige Soloistengefühle gegeben, als es Love Untold von Hyunjin gegeben hat. Hyunjins hat mir so das Gefühl gegeben, dass er halt von Stray Kids unterstützt wird, wohingegen Lino für mich geklungen hat, als würde er alleine auf einer Bühne stehen und wirklich was Solohaftes rausbringen. Und das habe ich hier auch. Ich finde, Mingi hat so ein Potenzial. Ich meine, don't even think about it, du bleibst bei ATEEZ. Aber ich finde, der hat sich so gemacht, der Junge, das ist unfassbar.
하루 마지막인 듯한 내 춤을 춰 so that. Sorry, jetzt habe ich die ganze Zeit Mingi gelobt. Auch Yoonho. Ich sehe es mehr in Yoonho als in Songha und Hongjun. Hab ich in meinem Leben nicht mit gerechnet, aber es ist so. Sorry, ich finde die Choreo halt auch irgendwie voll nice und die Location, wo die gedreht haben und das Styling und alles hier, alles daran gibt mir mehr als Mats. Unfassbar. Ich liebe alles, was wir hier sehen und ich werde den Rest auch einfach laufen lassen, weil ich finde die Choreo auch so nice. Yay. Mega nice. Und ich muss tatsächlich jetzt auch zurücknehmen, was ich eben gesagt habe, dass das ein ganz klares Mingi-Lied ist. Also beim ersten Mal hören habe ich mir gedacht, okay, Yoonho ist halt unterstützend da, aber das Lied gehört Mingi. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Aber das Lied ist ganz klar von Mingi. Und jetzt mit dem Musikvideo zusammen nehme ich es zurück. Ich denke, das ist ein Duett, ganz klar. Ich liebe alles daran. Alles daran liebe ich. Und von den Liedern, die wir jetzt schon kannten und auf, bei denen wir nur auf die Musikvideos, Musikvideos reagiert haben, ganz klarer Winner. Okay, dann das letzte Lied für heute ist It's You. Natürlich von Yosang, Uyang und San. Ich bin sehr gespannt. Irgendwer hat gesagt, It's You steht für IT's You und das ist wohl so eine ganz krasse Sache. Das ist mir egal. Das ist mir echt egal. Naja, let's go. Styling sage ich ja. Da sage ich ja. Bisher mag ich das Video. Ich mag die Effekte. Ich mag, ja nee, die Effekte vorrangig. Ich mag ja auch das Lied, ne? Ich meine, es ist nicht mein Favorite, aber ich mag es. Ja, doch. Wir sind auf einer guten Reise, Freunde. San in einem Käfig, was gibt mir das? Das gibt mir natürlich Kingdom Legendary War, The Boys covered O Sole Mio von SF9 und wer startet da vorne weg in einem Käfig? Sanu. Muss mein Gehirn so funktionieren? Nein, aber das war meine erste Zusammenkunft von Gedanken. Komm mal weiter. Yeah, I wanna stop until the break of dawn.
so 80s sind in letzter Zeit so unterwegs, was die Choreos angeht, ich sage euch. Ich finde, der Einzige, der momentan noch nicht so reinpasst, ist Ouyang, weil, ich weiß es nicht, ich finde, die anderen haben so was Mystisches, was Spannendes und Ouyang hat das bisher noch nicht. Besonders auch, wenn man sich das Styling anguckt. Also ich hoffe, dass sich das noch ändern wird, aber sonst habe ich nichts zu meckern. Was ist da los bei ihm? Ich schwöre, Mama hat da was losgetreten. Was ist da los mit ihm? Das ist eine Choreo, wie ich sie bei einem Kai erwarte oder bei einem Temin. Alters Hahn! Den Schritt jetzt nicht zum ersten Mal, ne? Aber der Schritt ist. Der ist was. Ist nicht unbedingt mein Weg. Aber ich akzeptiere das so. Wenn die das machen wollen, dürfen die das. Das Einzige, was ich bisher kritisieren würde, ist halt Ouyangs Styling. Weil ich finde, ich meine, er sieht hübsch aus. Wie nicht. Aber ich finde die Klamotten der anderen Jungs passender. Machen. Kann man mal so machen. Das war gut. Das war gut, Freunde. Okay, alles in allem war das relativ erfolgreich. Tatsächlich fand ich die Musikvideos von ATEEZ auch in der Reihenfolge gut, in der ich auch die Lieder bewerten würde. Also mein Favorite war Youth, dann It's You und dann Mads. Leider hat sich da meine Meinung nicht geändert. Das Musikvideo zu Honey fand ich ganz gut und FTJ oder so von Big Naughty und so, hat stark angefangen und dann so ein bisschen, aber alles in allem hatten wir hier kein Lied, was ich komplett müllig fand. Ey, das freut mich. Ich freue mich auf das Musikvideo zu Everything, weil, wie gesagt, Jungkook ist da alleine. Was will der Junge machen? Ich freue mich auf das Musikvideo zu Rat in the Trap. Bin da gespannt, ob mir dann das Lied vielleicht ein bisschen näher kommt. Gleichzeitig reagieren wir in dem Video ja dann auch auf CIX und Kim Chase One. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich bin froh, dass dieses Video keine Katastrophe war. Das ist toll und wir sehen uns dann im nächsten Video. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare und bis dann. Bye!